Hallo und herzlich willkommen zurück in Lego City Undercover. Beim letzten Mal sind wir hier in die Stadt gekommen und jetzt haben ein paar Clowns die Bank überfallen. Da fahren wir jetzt mal direkt schnell hin. Man hört die Alarmanlage schon vom Weiten. Ich frage mich bloß, warum der Frank die Bank nicht gefunden hat. Die ist doch gerade hier ums Eck. Die ist nämlich direkt, ich bin eben vorbeigefahren an dem Ding. Die ist nämlich direkt hier, also ein paar Meter von der Polizeistation entfernt. Mit erhobenen Händen rauskommen! Die Musik passt schon dazu. Verarschen pur. Ein paar Gangster haben wir festgenommen, aber ein paar versuchen zu flüchten. Cool, erste Verfolgungsjagd im Spiel. Macht Platz, die Polizei kommt. Wir haben jetzt zum Glück Nitro hier. Jetzt müssen gerade das Rami hier. Man sieht, der hat oben Herzchen. Wir müssen jetzt nicht fahren. Und jetzt müssen wir jetzt halt stoppen, das Auto. Achte Platz da, die Polizei kommt. Also das Ding fällt, glaube ich, immer wieder im Kreis, hat wir es ja gleich kriegen. Aber das schaffen wir. Jetzt kann man warten, bis das Ding wieder Nitro hat. Dann können wir nochmal wieder schön rammen. Oder auch nicht. Wo stellen wir natürlich wieder dumm an. Stehen bleiben, hier ist die Polizei. Sie sind verhaftet. Vielleicht habe ich sie wieder eingeholt. So, jetzt. Und? Jetzt haben wir den gleich kaputt, gleich festgemacht. Riesenexplosion. Wie er flüchtet weiter. Oder ich laufe dir weiter hinterher. Oh, jetzt flüchtet er weiter. Komm, den kriegen wir. Bein gestellt und verhaftet. Du nicht durch. Diese Stadt gehört jetzt den Gaunern. Nicht okay. Mehr lange. So sehe ich es auch. Drei Gangs haben mich verfangen. Jetzt haben wir einen... Chase, hast du was gekriegt. Neues für mich? Ja, ich habe den Fluchtfahrer festgenommen. Sehr gut. Gutes Timing noch dazu, denn jemand vom Roten Café hat nämlich gerade einen Clown gemeldet, der auf das Dach steigt. Könnte einer der Verbrecher sein. Entweder das oder ich versaue einem Kind gleich die Geburtstagsfeier. Jo. Bin unterwegs. Wo meine Polizeitrillerpfeife wohl ist? Wollen wir nicht, wir nehmen das Auto hier. Der gesamte Verkehr steht still. Wir müssen nämlich gerade wieder zurückfahren. So. Vielleicht sind wir wieder am Ort des Geschehens. Dann wieder der nächste Clown festgenommen. Davor habe ich da irgendwas noch gesehen am Radar. Irgendeine Umkleide wahrscheinlich, Kabine, aber die kümmern wir uns später. Machen wir jetzt erstmal eine Mission fertig. Erstmal hier alles umfahren. Das bringt nämlich ganz viele Bausteine. Und die werden wir alle später mal brauchen. Ist das genauso. Platz da, die Cops kommen. Haben wir die Stats hier noch eine kleine Dinger. Also am Anfang sind noch manche Aktivitäten noch gesperrt, die werden wir aber nach und nach freischalten. Hey, alle mal herhören. Ist irgendjemand hier zufällig ein Clown, Bankräuber? Das wird er mit Sicherheit sagen, wenn da einer ein Bankräuber drin ist. Gewesen. Ich kontaktiere wohl besser Ellie. Ellie, hier ist kein Clown in Sicht. Keine Sorge, ich habe gerade die Scan-Software deines Kommunikators aktualisiert. Benutze sie, um dich vom Dach des Restaurants aus umzusehen. Sie wird dir als Räuber verdächtigte Personen anzeigen. Und dann? Nimmst du sie fest? Jo.
Die Frage ich mir eigentlich auch sparen können und dann freigeschaltet. Kriminell scan. So, jetzt können wir wieder steuern. Okay, dann machen wir hier weiter. Okay, so, jetzt müssen wir nach dem Clown. Da ist ja schon der Verdächtige, oder? Ja. Der hat sich in der Garage versteckt. Oh, mal ein bisschen Leben in diese Betonwüste bringen. Oh, so gefällt's mir. Entzückend, auch wenn ich es selbst sage. Oh, so weit ist es also gekommen, dass ich die Pflanzen eines Fremden bewässere. Warum machst du das eigentlich? Das ist Lego. Ich habe früher mit viel, ich habe 3-4 Kisten mit Lego gehabt. Aber ich habe wirklich nur Lego Stadt gehabt. Was anderes habe ich nicht gehabt, weil Lego Stadt war halt, da konntest du halt deine Fantasie freien Lauf lassen. Es gab immer wieder neue Sets. Aber heutzutage ist Lego ja voll teuer geworden, wie gesagt, von früher. Also ich rede von meiner Kindheit vor. Sie ist echt nett. Vor ich weiß genau, paar Jahren. Dass ich es hier irgendwo gesehen habe. Hier können wir auch alle einiges kaputt machen hier. Bringe auch wieder ein paar Bausteine. So Junge, du kannst keinen mehr wegbringen. Hast mich fast erwischt. Glaub mir, dich krieg ich noch. Brauchst du ne zu machen? Ich krieg dich noch. Ich steck mal die Kiste, müssen wir da zum Grün bringen. Mensch, sind wir stark. Kannst du nicht so hoch springen, hä? Du machst es mir. Mach's gut. Na warte, ich hab dich gleich. Lass mich gerade hier noch ein bisschen springen. Hier noch ein paar Sachen. So, fertig mit der Ruhe. Schaffen was. Oh. Ja, ich habe früher viel mit Lego gespielt, habe ich ja schon mal erwähnt. Und es hat, ich war da immer stundenlang in meinem Zimmer gehockt und habe Lego gespielt, meine eigene Stadt geirrt etc. pp. Oh, das war so geil die Zeit. Heutzutage habe ich dafür überhaupt keine Zeit, geschweige denn Platz. Ich bin 32. Die Lego-Sets sind auch teurer geworden in den Jahren. Vor 20 Jahren waren die Lego-Sets noch nicht so teuer als heutzutage. Konnte man sich wenigstens noch für 10 Mark sich oder für 20 Mark sich ein großes Set kaufen. Aber heutzutage, guck dir mal an, was man für 20 Euro kriegt, was man an Lego-Sets so kriegt. Da ist ja gar nichts mehr drin. Da ist eigentlich nur die große Verpackung und das war es eigentlich auch schon. So, jetzt müssen wir gerade mal kurz hier was suchen. Wie willst du deinen Feiertag sinnvoller nutzen? Ah, da ist das Ding zum Drehen. Das denke ich mal kommt dahin. Das wird mir auch angezeigt. Das wird alles angezeigt, was man wo drehen muss. Oder wo diese einzelnen Dinger hin müssen. Muss auch ein weiter Weg machen, bis es da oben ankommt. Ich glaube, wir müssen da noch was zerstören. Habe ich das Gefühl. Ah, jetzt kann man es zerstören. Vorher konnte man es nämlich nicht zerstören. Ah, jetzt wächst wieder da irgendeine Blume. Gedöns. An der Wand, das ist auch nicht schlecht. Können wir wenigstens hochklettern. So. Okay, jetzt sind die Stats natürlich alle weg. Da gibt es ja noch mehr hier. Rauskommen und Flossen hoch. Dann hat sich versteckt in der Hundehütte direkt im Mund. Halt, im Namen des Gesetzes. Du bist ja, gleich. Ich will hier noch ein bisschen rein. Verzieh dich, ich bin ein unschuldiger Clown.
Er wartet sogar extra auf mich. Ich kann mal hier noch ein bisschen schaukeln. Halt! Oder ich! Oh, jetzt habe ich früher als kleines Kind auch immer gern gemacht, geschaukelt. Da gibt es jetzt auch irgendwas, wenn man da schon irgendwie hinten kann. Oder auch nicht. So, dann rennen wir dem gleich mal hinterher. Du kriegst mich nie! Sagst du. Ich hab dich aber gleich. Gleich bist du verhaftet. Und zwar jetzt. Ich fühle mich gut. Ist gut, wenn du dich gut fühlst. Okay. Wir können das auf die harte Tour oder auf die weiche Tour machen. Die weiche Tour. Einer der anderen Räuber wollte auf einen Frachter springen, falls was schief läuft bei dem Überfall. Und kriege ich diesmal eine hübsche Zelle? Sicher. Wow, das war wirklich die weiche Tour. Ja, das war wirklich die weiche Tour. Die weiche Tour. Chase, hast du den Räuber geschnappt? Dein Timing ist verblüffend. Und ja, er ist in Gewahrsam. Einer der anderen Räuber ist wohl an den Docks. Willst du den auch festnehmen? Ich check mal meinen Kalender. Ruf mich an, wenn du ihn hast. Die komplette Donutbox leer futtern sollen. Das wird ein langer Tag. Ich auch muss sagen, dass es ein langer Tag wird. Aber nehmen wir gerade mal die Stats hier noch mit. Und dann geht's direkt zur nächsten Mission, versprochen. Dazu. Ah, mit L1 kann man sich an Hund 1 von 3, okay, hier gibt's also Sachen, wo man bauen kann. Also mit L1 kann man die Kleider wechseln, das ist gut zu wissen. Und ich baue jetzt irgendwo ein Auto. Ah, war ein bisschen reingestiegen. Entschuldigung, Polizeiangelegenheit. Gibt natürlich das langsamste Auto rausgesucht, wo es gibt, aber ist ja egal. Das schaffen wir auch so. Machen natürlich unterwegs noch ein paar Dinger kaputt, wie es gehört. So. Dann fahren wir gerade mal so runter, ich hätte eigentlich abbiegen müssen. Ja, wunderbar, hat geklappt. Oder auch nicht. Ah, so kann man es auch machen, mit Nitro gerettet. Ah, da gibt es irgendwas zu... Ah, ich weiß, ich will eigentlich zur Mission. Ah, ist gesperrt, okay. Habe ich mir halber gedacht, dass da was gesperrt ist. Aber das erleben wir alles später. Achtung, Haie, okay. Zum Hafen ist er zum Glück ja nicht mehr weit. Ich werde immer aufgehalten. Immer werde ich irgendwo aufgehalten. Ja, wir gehen gleich hin. Ich will gerade mal hier noch alles kaputt machen und dann geht sofort weiter. Hier hat er alles. Hier waren wir ja gerade eben vor ein paar Minuten in der letzten Folge. Ah, da müssen wir hin. Guck, der Weg war ja nicht mehr weit. Der Weg war ja nicht mehr weit. Okay, da müssen wir hoch. Die Tauben ist auch weg. So. Ich habe da gerade 1000er Stat gesehen. Ich habe jetzt schon 104.000. Ich habe ein paar Minuten gesammelt. Jetzt hier. Jetzt müssen wir den anderen Clown suchen. Ich würde sagen, der ist da hinten am Tanzen. Oder auch nicht.
doch, da war er, der Verdächtige. Na klasse. Wie soll ich denn da reinkommen? Ja, das frage ich mich auch. Wie soll er da reinkommen? Oh, hey, Officer. Können Sie mir einen Gefallen tun? Was für einer denn? Ich muss das Tor aufkriegen. Mach ich doch gern. Prima. Mir nach. Gleich vor machen wir hier noch was kaputt. So. So wie es natürlich gehört. Stellen Sie sich auf die Kisten. Ich hebe sie an. Ja. Ach. Entschuldigung, mein Fehler. Gehen Sie da oben durch die Tür und verraten Sie dem Vorarbeiter nichts davon. Das mache ich gegen die Sicherheitsvorschriften. Okay, gut zu wissen. Dass das gegen die Sicherheitsvorschriften sind. Na, schade, die Maschine kann man leider nicht kaputt machen. Hey, besten Dank. Und nicht vergessen, kein Wort zum Vorarbeiter. Nein, mache ich nicht. Weg. Direkt aus meiner Hand. Oh, da gibt's... Da gibt es einen 10.000er Stein, ey. Habt ihr den roten Stein gesehen? Das ist ein 10.000er Stein. Muss ich gucken, wie ich jetzt wieder hochkomme. Oh Mann, das war eine dumme Idee. Okay, da komme ich schon mal... Ah, da komme ich wieder hoch. Guck, wunderbar. Haben sich also die Spieleentwickler hier gedacht. Da springt irgend so ein Trottel wie ich rein. Dass er wieder hochkommt und weiterspielen kann, habe ich ihm sowas hier gebaut. So eine wunderbare, schöne Treppe. Also gehen wir mal zu dem Vorarbeiter hier. Habe ich ein Sandwich? Im nächsten ist es Verzeihung. Wie komme ich bitte auf den Frachter? Ich pfeife einfach und Larry macht dann mit dem Kran den Rest. Okay. Immer. Und das passiert, sobald meine Mittagspause vorbei ist. Okay. Also nie, weil mir eine Möwe mein Sandwich gemopst hat. Ich gehe es für Sie suchen. Ich stelle dir vor, dass du in Wirklichkeit gehst, dem Chef sage, mein Sandwich ist wirklich, ich warte so lange, bis ich es habe, und so lange geht meine Mittagspause. Es geht gar nicht in Wirklichkeit. Ich stelle dir vor, wenn er sowas machen würde. Drauf ist es nicht mein Sandwich. Stell dir vor, wenn er es wirklich machen würde, oh, da wird es Ärger geben. Falls Wurst und Marmelade drauf sind, ist es mein Sandwich. Wurst und Marmelade, das passt doch nicht. Ich bin Gänsehaut. Wurst und Marmelade. Gib mir das Sandwich, du fliegende Ratte. Das ist doch eher ein Whopper bei Burger King. Ich muss sagen, Burger King ist besser als McDonald's bei manchen, Sieht Sachen. Sieht ein wenig eklig aus. Mein Sandwich. So eine Sau. Und er hat sich gefreut. Larry! Der Typ hier will aufs Schiff! Hilf ihm mal! Klar doch, Boss! Mal, er liest Zeitung. Und betätigt gleichzeitig den Kran. Klasse! Gut, gar nicht, was er überhaupt macht. Liest seine Zeitung gemütlich, klasse. Nee, das darfst du niemandem erzählen, was hier abgeht. Und wie komme ich da jetzt? Ah, da komme ich raus, okay. Da sind Krabben drin. Die sind aber alle schon tot, die bewegen sich gar nicht mehr. Ah, ein Polizist? Nicht bloß irgendeiner. Bin heute in Spitzenform. Ja, ich weiß. Das weiß bloß der Gangster, dass ich in Spitzenform bin. Ich ja alles zerstört habe, bin ich auch in Spitzeform. So. Halt, Polizei! Aus dem Weg! Müsste man auch hinterherjagen. Aber den haben wir auch gleich. So. Halt, im Namen des Gesetzes! Du wirst mich nie kriegen! Doch, werde ich. Wir sehen, ich schneide jetzt den Weg ab.
habe ich dich und... Handschelle dran und verhaftet. Sherry Tree Bankraub voll beendet. Herumgekaspert. Eingeholt von der Vergangenheit, Kapitel 2. Na, hast du diese Clowns schon geschnappt? Ja. Ja, Chief. Dann geh und kümmere dich um die Straßensperre auf der Auburn Bay Brücke. Diese Anfänger haben's versaut. Schlimmer kann's nicht mehr werden. Hey, toll gemacht. Gut, dass wir diese Bankräuber-Clowns festgenommen haben. Sonst hätte es vielleicht den reinsten Medienzirkus gegeben. Einen Medienzirkus. So ein Weil sie doch als Clowns verkleidet waren. Ja, wie beim ja. Zirkus. Zirkus-Clowns. Ist das Ding an? Ich glaube, derjenige, wo den eingestellt hat, war besoffen oder hat nicht drauf geachtet, was er macht. So, dann ist die Let's Play-Folge auch wieder beendet. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Mal. Denkt an ein Abo und an ein Like nach. Tschüss, euer Christoph T6 nach Ciao.